Also treten Nanopartikel vom Silikon aus dem Implantat aus und bin ja dann nach Tschechien gefahren und habe mir da die Brust vergrößern lassen. Direkt vom ersten Tag an der Implantation kämpft das Immunsystem nonstop gegen den Fremdkörper. Ich bin schön, weil ich bin. Und wenn wir ehrlich sind, wenn du auf der Straße einen schönen Menschen siehst, dann ist er dir nicht als schön aufgefallen, weil du jetzt auf die Nase geachtet hast oder auf die Lippen oder auf die Hände. Der Mensch ist ja schön, der wirkt schön, weil er die Art hat zu reden, die Art, wie er schaut, wie er riecht, wie er sich bewegt. Einfach wie der Mensch ist. Also jede Frau, die mit dem Gedanken spielt, sich die Brüste vergrößern zu lassen, bitte kommt in unser Verein oder in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben knapp 5000 Mitglieder. Tauscht euch aus, informiert euch, lasst euch aufklären und dann fällt eine Entscheidung. Und dadurch, dass auch die Kapsel durchlässig geworden ist, verteilen sich diese Nanopartikel und die Viren, Bakterien und die Pilze im ganzen Körper und vor allem in den Lymphknoten und vergiften so nach und nach unseren Körper. Ja. Und es entstehen stille Entzündungen, was auch wieder unglaublich viel Stress für das Immunsystem bedeutet. Ja, Entzündungen sowieso, das ist ja auch so ein Thema für sich, was heutzutage einfach so allgegenwärtig ist, womit einfach ja fast alle Menschen zu kämpfen haben, die in irgendeiner Art und Weise in der modernen Welt leben. Ja, und dann chronisch in diesem Zustand dieses Abstoßungsvorgangs zu sein, der nie abschließt. Das ist schon krass. Auf jeden Fall eine mega Belastung, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Also es sind zwei Gründe. Erstens ein riesen Fremdkörper in unserem Körper. Das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren. Nonstop ist somit geschwächt und dann halt noch die ganzen Nanopartikel, die vom Implantat abgehen und die den Körper vergiften. Die zwei Gründe, warum uns diese Implantate krank machen. Und du hattest, wie steht es mit Brustkrebs und so weiter bei Brustimplantaten? Hast du da Erfahrung oder gibt es da irgendwie? Ja, es gibt es gibt eine Art von Krebs, das ist aber kein Brustkrebs, das ist ein anaplastisches, großzelliges Lymphom. BIALCL nennt sich dieser Krebs. Wird in Verbindung gebracht mit den texturierten Implantaten. Das sind Implantate, die nicht glatt sind in der Oberfläche, sondern texturiert. Und die können gerade diese Art von Krebs auslösen. Und 98% aller Frauen in Deutschland tragen diese texturierten Implantate. Krass. Ja. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum hast du dich entschieden, die Brustimplantate machen zu lassen damals? Was war so der Beweggrund für dich und was denkst du heute so darüber? Ja, ich war jung, ich war 22, war der Meinung, dass eine Frau nur dann schön ist, wenn der Bauch flach ist, der Po rund und knackig, die Lippen voll, die Brust groß. Und das hatte ich eben alles nicht. Also war für mich klar, okay, ich bin hässlich, das muss ich ändern. Und bin dann nach Tschechien gefahren, weil ich einfach nicht so viel Geld hatte und habe mir da die Brust vergrößern lassen. Jetzt vielleicht, falls jemand zuhört und denkt, okay, vielleicht haben die in Tschechien einfach minderwertige Qualität bei Implantaten. Überhaupt nicht. Das war ein ganz normaler Chirurg, ein guter Chirurg. Da hatte ich mich vorher schlau gemacht. Ich habe auch Implantate von einem namhaften Hersteller getragen, also man sagt der Porsche unter den Implantaten. Ja. Also daran kann es nicht liegen, sozusagen. Ja. Daran liegt es definitiv nicht. Nee, heute weiß ich natürlich, dass ich eine ganz normale Frau war. Also nicht nur ganz normal, ich sah sogar richtig hübsch aus. Ich hatte eine ganz normale Brust, die einfach natürlich war. Die war tröpfchenförmig, die war weich. Die war echt und hübsch.
Aber durch die Gesellschaft wird das ja einem heutzutage so eingeprägt, dass ja, die Brust, die muss stehen, die muss steinhart sein, die muss aufgesetzt aussehen. Ja, das ist ja auch, wir haben ja auch im Vorfeld schon mal drüber gequatscht, das ist ja auch das Bild, was eben viele Männer heutzutage so haben, mit dem sie groß werden. Und ja, auch die, ich sag mal, Sexualität einfach so allgegenwärtig auch wieder ist. Also sei das Werbung für irgendwelche Fitnessstudios, ja, wo irgendwie vollbusige Frauen dann drauf sind, quasi mit diesen Modelmaßen, die irgendwie zusammen gefotoshoppt wurden, oder halt ja auch wahrscheinlich künstliche Brüste haben. Dann natürlich Pornografie, ja, bei vielen, vielen Männern immer Riesenthema und war bei mir auch schon seit der Jugend natürlich ein Thema, weil auch, ja, ich sag mal, jeder Junge, der mit einem TV aufwächst und irgendwann mal nachts den Fernseher angeschaltet hat, sieht dann da diese Bilder und auch dadurch werden natürlich diese Sachen irgendwann ja als normal eingestuft, dass es halt normal ist, wenn Frauen eben so aussehen und dass eben Frauen, die nicht so aussehen, ja, nicht hübsch sind oder nicht diesem Bild entsprechen und dadurch natürlich nicht so attraktiv wären, ja. Und das natürlich auch in der Schule dann ja schon immer Thema war, also irgendjemand oder es gab immer Menschen in der Schule, zumindest bei uns, ne, die sich mit diesen Sachen beschäftigt haben, gezwungen oder eben ja durch den Lebensstil der Welt halt heute, durch die ganzen Informationseinflüsse und ja, dann natürlich auch irgendwie so eine Art, ich sag mal, Gruppendynamik war das einfach, alle irgendwann natürlich wussten, hey, das Mädel sieht so und so aus, das ist jetzt nicht so hübsch wie das andere Mädel, die, keine Ahnung, mit 12 schon irgendwie vollbusig war, ja, warum auch das nochmal ein anderes Thema hormonell, aber Stimmt, das war bei uns, also in meiner Jugend war das auch schon Thema. Ich hatte noch nicht mal eine richtige Sexualität entwickelt und schon gingen die ganzen Pornofilmchen rum. Und ja, ich als junges Mädchen war natürlich total verunsichert. Warum hat die Frau das so, ja, warum sieht die aus, wie sie aussieht da in diesem Pornofilm? Ich hatte keine Chance, so auszusehen, weil ich einfach ein ganz anderer Mensch war. Und weil das einfach nicht natürlich war, wie die Frau, wie die meisten Frauen in Pornos aussehen. Ja, und das ist echt verrückt, auch was das so mit dem Liebesleben und der Vorstellung der Männer macht. Also ich hatte zum Beispiel auch mit Jakob Brandt, der sich viel mit Testosteron und so weiter der männlichen Gesundheit auseinandersetzt, auch mal drüber gesprochen, wie Masturbation und so weiter sich auswirkt auf Männer. Und das ist ja auch ein Thema, wo mit Stunden an Podcast gefüllt werden können. Aber auch da natürlich durch diese ständige Masturbation auf diese Pornografie, die ja eben so perfekt quasi ist, ja, erzeugt dann irgendwann eben auch dieses Bild. Und wenn dann natürlich die Beziehungen kaputt gehen und so weiter, dann ja, können das natürlich auch Probleme sein, die daran liegen. Ja. Also, ja. Genau, und wie fühlst du dich heute, wenn du dich heute siehst in deinem Körper? Wie geht's dir heute? Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich so schön wie noch nie, obwohl sich mein Körper zu damals eigentlich nicht groß verändert hat. Klar, ich habe ein Kind geboren. Natürlich ist mein Bauch etwas weicher als damals. Aber von der Statur her bin ich genau so, nur dass ich jetzt etwas flacher auch bin obenrum. Aber ich weiß, dass ich schön bin, weil ich diese eine Speckrolle am Bauch habe. Ich bin schön, weil meine Lippen schmal sind und weil ich diese Dehnungsstreifen an den Beinen habe. Ich bin schön, weil ich bin. Und wenn wir ehrlich sind, wenn du auf der Straße einen schönen Menschen siehst, dann ist er dir nicht als schön aufgefallen, weil du jetzt auf die Nase geachtet hast oder auf die Lippen oder auf die Hände. Der Mensch ist ja schön, der wirkt schön, weil er die Art hat zu reden, die Art, wie er schaut, wie er riecht, wie er sich bewegt. Einfach wie der Mensch ist. Das hat absolut schön. Ich weiß einfach, Schönheit hat absolut nichts mit einer großen Brust zu tun. Ich habe auch, es ist auch bei mir oft Thema, wenn ich jetzt ja mit Männern zusammenarbeite,
Ich meine, für viele ist das jetzt, gerade weil natürlich auch viel über Instagram und so weiter heutzutage gemacht wird, über YouTube, wo auch viele, ich sag mal, perfekte Bildchen gezeigt werden oder perfekte Ausschnitte. Und ja, dann Männer kommen, die natürlich auch irgendwie einen ästhetischen Körper wollen, die sich zu dick fühlen oder was auch immer, die mit ihrer äußeren Hülle quasi nicht zufrieden sind und dann eben anfangen mit Sport, mit Krafttraining, mit Kampfsport, was auch immer, um sich irgendwie fit zu machen und eben quasi diesen Traumkörper zu erreichen. Mhm. Und da ist eben immer diese Illusion, dass dieser Körper irgendwann quasi eine Befriedigung auslöst, wenn sie XYZ Muskelmasse hätten oder erreichen. Und bei den meisten ist es aber eben nicht der Fall, weil die meisten Leute haben dann irgendwann so einen Körper, so diesen Traumkörper, den sie schon immer wollten, wenn sie wirklich, wirklich hart dafür arbeiten und quasi fast ihr gesamtes Leben dafür opfern, nur diesen Körper zu haben, aber sind dann eben nicht glücklich, ja, weil sie von innen heraus eben auch nicht wirklich, ja, also zufrieden mit sich sind und schon immer diesem Ego-Ding hinterhergerannt sind und auch irgendwann dadurch vielleicht sogar Ego-Probleme entwickelt haben, dass sie sich dann irgendwie selber besser sehen oder attraktiver als Männer, die eben ja nicht diesen Traumkörper haben, aber dafür vielleicht glücklich sind und sich selbst lieben, auch wenn sie eben ein paar Kilo mehr haben. Ja, also ich rede jetzt nicht von einer schweren Adipositas oder irgend sowas, sondern einfach Männer, die eben nicht hundertprozentig dem Ideal entsprechen und sich trotzdem lieben, ne, weil sie sich selber irgendwie gerne sehen auch und akzeptieren. Ja, und das strahlt man aus. Mhm. Ein Mensch, der sich in seinem Körper wohl und schön fühlt, wirkt auch viel schöner auf andere Menschen. Mhm. Hey, hier ist Florian. Kämpfst du schon lange gegen Übergewicht und hast du das Gefühl, nicht wirklich voranzukommen? Dann ganz ehrlich, lass mich dir helfen. Als Ernährungsberater und Trainer habe ich über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Bewegung, Training, Ernährung, Gesundheit und viel mehr. Das erkennst du ja auch hier im Podcast, wenn du schon die ein oder andere Folge gehört hast. Durch diese Erfahrung bin ich eben in der Lage, nicht irgendwelchen Bullshit an dir auszutesten, sondern konkret an deinem Ziel zu arbeiten und dein Problem zu lösen. Und deswegen melde dich direkt über den Link in der Beschreibung dieser Folge, setz einen Termin mit mir und lass uns einfach mal telefonieren und herausfinden, ob ich dir dabei helfen kann, in wenigen Wochen saubere Muskelmasse aufzubauen, Körperfett zu reduzieren und das Ganze ohne zu hungern oder eben jeden Tag 2 Stunden im Fitnessstudio trainieren zu müssen und dann in die Form deines Lebens zu kommen. Und jetzt zurück zum Interview. Und diese Implantate jetzt zum Beispiel, die retten uns nicht vor unserem mangelnden Selbstwertgefühl. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt gemachte Brüste habe, boah, dann bin ich hübsch, dann bin ich sexy. Aber trotzdem habe ich mich geschämt, zum Beispiel ins Freibad zu gehen. Oder wenn ich fotografiert wurde, dann habe ich mich trotzdem irgendwie versteckt und meinen Bauch eingezogen und mich total doof hingestellt, weil ich mich dann immer noch nicht schön gefühlt habe. Ja. Und man kann auch beobachten, Frauen, die sich die Brüste vergrößern lassen, das war dann meistens nicht das Ende. Die gehen dann los und lassen sich die Lippen aufspritzen, Fett sich an den Armen absaugen, die Augenbrauen hintätowieren und Das ist genauso bei quasi den Männern, ne, in der Welt, in der ich so klassisch groß geworden bin, so mit, ich sag mal, Kraftsport und so weiter, ja. Also dass nicht die Lösung ist für die inneren Probleme, wenn das Äußere quasi sich verändert, meistens eher, dass eben durch diese Reise ja auch irgendwo ein Bewusstsein dafür entsteht, was Schönheit von innen ist oder dass es eben nicht glücklich macht, wenn sie dann dort sind und es realisieren, und dann erstmal eine Menge Persönlichkeitsentwicklung und so weiter durchgehen und irgendwann checken, hey, wow, ich sehe jetzt äußerlich cool aus, aber innerlich fühle ich mich auch nicht erfüllt, ne? Und dann eben, wie du das gerade beschrieben hast, bloß halt als Mann diesen Prozess gehen, ja. Entweder perfektionistisch werden und Stück für Stück immer weiter wollen und so weiter. Mhm. Oder eben erkennen, nee, das ist ja nicht Sinn der Sache. Und du hattest vor, wir wollten den Podcast schon mal aufnehmen, da hast du dann, glaube ich, erzählt, dass so eine Art Fernsehbericht oder so kam über die Brustimplantatkrankheit. Genau, das war auf RTL Punkt 12. Mhm. Da war die Birgit Schäfers und 2 weitere Frauen bei uns von unserem Team. Mhm. Die haben darüber berichtet, wie die Brustimplantate
sie krank gemacht haben. Und die eine wurde sogar begleitet bis zur Explantation. Hm. Das war extra quasi für die Reportage. Hat sich eine Frau dann die Brüste rausnehmen lassen oder was? Oder? Das war eh geplant, nur hatte sie dann das Angebot bekommen, ja, von dem Team von RTL begleitet zu werden. Ja. Und da kam dann auch viel Rückmeldung, so wie du gesagt hattest, ne, dass dann viele Anfragen bei euch eingingen. Das ist ja auch nochmal so ein Zeichen, ne, dass das wirklich einfach viele nicht auf dem Schirm haben, einfach. Das ist unglaublich. Ich habe auf meinem Instagram-Profil, ich glaube, so um die 400 Follower. Mhm. Aber trotzdem bekomme ich ständig Nachrichten von Frauen, die absolut keine Ahnung, also die haben Symptome, aber die haben absolut keine Ahnung, dass die Brustimplantate verantwortlich für sein können. Mhm. Die haben wirklich noch nie was davon gehört. Mhm. Das ist schon, also das ist echt verrückt. Was mir noch so in den Kopf kommt, selbst wenn jetzt hier keiner zuhört, der vielleicht Brustimplantate hat, beziehungsweise keiner, dann ist das ja schon mal eine Hilfestellung, falls irgendeine Frau jemals auf den Gedanken kommt, das machen zu lassen, ja. Und dann auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch, weil du sagtest gerade bei euch und so weiter, du kannst gleich mal erzählen, was du sonst noch so machst, ja, um aufzuklären und zu helfen und so weiter, dass die Frauen sich dann da auch bei euch mehr Informationen holen können und so weiter und erklär mal, was ich auch unbedingt noch sagen möchte, ist, dass wir Verständnis für jede Frau haben, die den Wunsch hat, was an sich verändern zu wollen. Wir waren alle in derselben Situation und wir würden niemals mit dem Finger auf eine Frau zeigen, die sich dann letztendlich trotzdem für Brustimplantate entscheidet. Uns ist es extrem wichtig, dass egal wie die Entscheidung fällt, wobei nachdem die Frau aufgeklärt wurde, es ist ein positiver Nebeneffekt, entscheiden sie sich meistens dagegen. Aber uns ist wichtig, dass die Frauen aufgeklärt sind, dass wenn die ersten Symptome sich entwickeln, dass die Frauen wissen, okay, meine Brustimplantate können dafür verantwortlich sein, sodass die Frauen eben nicht jahrelang durch diese Hölle gehen müssen. Also jede Frau, die mit dem Gedanken spielt, sich die Brüste vergrößern zu lassen, bitte kommt in unser Verein oder in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben knapp 5000 Mitglieder. Tauscht euch aus, informiert euch, lasst euch aufklären und dann fällt eine Entscheidung. Oder Frauen, die Brustimplantate tragen, die Symptome haben, die sich nicht erklären können. Hier genauso. Kommt in unsere Gruppe, lest euch die Erfahrungsberichte von anderen Frauen durch. Ja. Und entscheidet selbst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst mit dem, dass ihr niemanden, also keine Frau bewertet, die da kommt. Weil das merke ich auch oft, dass Menschen Angst haben, mit ihrem Problem irgendwie zu jemandem zu gehen, der wirklich helfen könnte, weil sie eben denken, dass sie verurteilt werden, dass sie irgendwie als dumm hingestellt werden oder was auch immer. Ja. Und dann lieber weiter krank bleiben oder das doch nicht machen, ja. Ja, auf jeden Fall also ein wichtiger Punkt. Ja, wir haben keine bei uns im Team, die nicht selbst Brustimplantate getragen hat. Also wir haben wirklich Verständnis für alle Frauen. Mhm. Ich habe auch eine Freundin, eine sehr gute Freundin sogar, die saß bei mir am Bett, als es mir so schlecht wegen den Implantaten ging. Und die hat mir jetzt erzählt, dass sie sich die Brust vergrößern lassen wird. Ich war geschockt natürlich. Ich konnte es nicht fassen, aber ja, ich muss es verstehen. Sie wünscht sich das so sehr. Sie muss die Erfahrung machen. Aber ich bin beruhigt, dass sie ordentlich aufgeklärt wurde. Dass sie weiß, okay, diese Brustimplantate, die können krank machen. Ja, das ist ja auch so ein Thema für sich, dass Menschen erst irgendwie, du musstest ja auch dadurch und so, also ich auch mit, auf meine Art, ja, und so eklig und so unangenehm das auf jeden Fall war, diese Zeit. Sind wir doch wahrscheinlich du auch dankbar dafür, dass du den Weg da irgendwie durchgefunden hast und dass das die Erfahrung war, die dich zu der Melissa macht, die du jetzt bist. Ja, voll. Die wahre Heilung, die ging auch ehrlich gesagt erst nach der Explantation los. Das war
die wundervollste Reise, die ich je gemacht habe. Die Reise zu mir selbst. Mhm. Und zu sich selber zu finden, gehört für die Heilung genauso, meiner Meinung nach, genauso dazu wie das Explantieren der Brustimplantate. Ja, nur da so ein, also, auch jetzt für die Implantation einfach was reinmachen zu lassen, um sozusagen innere Konflikte zu lösen oder ja, dem zu entfliehen, das funktioniert halt nicht. Ja. Ja. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du bezüglich der Brustimplantatkrankheit noch erzählen möchtest? Irgendwas, worüber wir jetzt vielleicht nicht gesprochen haben, ja, was dir noch auf den Lippen liegt? Hm? Ja, auf jeden Fall. Schieß Wenn los. Eine Frau mit Brustimplantaten sich betroffen fühlt und mit dem Gedanken spielt, sich die entfernen zu lassen, ist es ganz arg wichtig, dass sie sich einen Arzt raussucht, der sich mit On-Block-Explantationen auskennt. Also es geht nicht einfach nur darum, diese Implantate rauszuholen. Es ist wichtig, dass das Implantat in geschlossener, intakter Kapsel aus dem Körper rausoperiert wird und dass die Kapsel erst außerhalb vom Körper geöffnet wird. Viele Ärzte, die meisten Ärzte, öffnen die Kapsel im Körper. Der ganze Biofilm verteilt sich dann im Körper. Hm. Und ganz, ganz schlimm, viele Ärzte belassen diese verkalkte, verschimmelte Kapsel auch noch im Körper, weil sie der Meinung sind, das gibt noch mal ein bisschen mehr Volumen. Aber die Kapsel löst ganz viele Krankheiten aus, unter anderem auch diese Krebsart. Hm. Krass. Genau. Wenn on block nicht möglich ist, warum auch immer, weil die Kapsel während der Explantation gerissen ist, ist es wichtig, dass man daraus dann eine totale Kapsulektomie macht. Also alle Kapselreste nachträglich entfernt, die quasi dann von den Rippen abkratzt oder ja von den Muskeln abschneidet. Hört sich jetzt hart an, aber... Ich wollte gerade sagen, klingt sehr bestialisch. Ja. Was, ja. Ist das in Vollnarkose dann alles, oder? Ja, das passiert alles unter Vollnarkose. Hm. Man hat, On-Block hat bei mir Gott sei Dank funktioniert. Man musste aber trotzdem Kapselreste von den Rippen abkratzen. Und man hat sogar links ein Stück Muskel abgeschnitten. Hauptsache, es wird kein Kapselrest im Körper belassen. Hm. Aber man sieht nichts. Also ich habe eine ganz normale weibliche, aber halt kleine Brust und man sieht nichts davon, dass man abgekratzt hat oder ein Stück Muskel entfernt hat. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, für mich, ich wüsste sonst gerade nicht mehr, worüber wir noch bei dem Thema sprechen können. Ich denke aber, wenn Frauen betroffen sind oder einfach offen für dieses Thema, dass sie dann auf jeden Fall, was du jetzt gleich noch erzählen kannst, wie sie euch finden, wie sie dich finden, ja, mhm, zu euch kommen sollen und dürfen, um sich da einfach zu informieren und so weiter. Mhm. Und ja, hast du noch irgendwas als Thema? Nee, habe ich nicht. Dann erzähl ruhig, wo könnte ich die Zuhörer finden? Was gibt's da für einen Verein? Was gibt's da für Ärzte und so weiter in eurem Team? Und genau. Ja, also wir haben eine große Facebook-Gruppe, Krank durch Brustimplantate, gegründet von Birgit Schäfers mit um die 5000 Mitgliedern. Dann sind wir ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit medizinischem Beirat. Dem Verein kann man beitreten und findet einen Haufen Blog-Einträge, die extrem wichtig sind. Also bitte unbedingt einlesen. Ja. Hm. Und habt ihr eine Internetseite? Also wie heißt ja, die? krank-durch-brustimplantate.com. Okay, packen wir auch einfach alles mit in die Beschreibung der Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas noch finden wollt, ja, zu dem Thema, könnt ihr dann einfach in die Beschreibung gucken und findet da alles. Und ja, Melissa, wie findet man dich? Also wer jetzt explizit mit dir Kontakt will? Ja, vanille_melli_ BII für Breast Implant Illness auf Instagram.
Okay, packen wir auch mit rein in die Beschreibung. Und dann, ja, Melissa, freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber aufgeklärt hast. Sehr gerne. Ja. Dankeschön für die Einladung nochmal. Ja, gerne, gerne. Hat mich gefreut. Ja, und wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal hören, vielleicht auch irgendwann mal sehen und in Kontakt bleiben und ja. Auf jeden Fall, ja. Wenn die Zuhörer ja noch irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch gerne an Melissa. Und ja, alles Gute für euch da draußen. Und Melissa, bis irgendwann mal. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn du bis hierher gehört hast, hast du das ganze Gespräch gehört. Dafür danke ich dir. Bitte bewerte diesen Podcast mit einer ehrlichen Meinung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Und dann kann ich dir nur sagen, komm in die Handlung. Die ganzen Informationen aus den Gesprächen, den Folgen auf diesem Podcast bringen dir nichts, wenn du sie nicht anwendest. Und wenn du Hilfe brauchst, deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen und 2022 zu deinem Jahr zu machen, dann melde dich bei mir. Gemeinsam schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann und finden Wege. Wir kommen zu dem Ziel, zu dem du willst. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Bis bald und bis zur nächsten Folge. Dein Florian.